Willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ja, in der letzten Folge haben wir sowohl mit Sora den Endboss besiegt, das war Xemnas, und mit Rico den Boss Ansem in drei sehr starken Phasen und Verwandlungen. Und dann waren wir bei der Zusammenkunft der Organisation 13 und 13 Hüllen, worunter wohl Sora auch eine sein sollte, was ich bis jetzt noch nicht verstehe. Und Xehanort aus der Zukunft und Xehanort aus der entferntesten Vergangenheit. Genau, Mickey hat uns dann aber gerettet und Donald, Goofy und selbst Axel, beziehungsweise sein, nicht der Niemand, sondern seine menschliche Hülle, Lea heißt er im Deutschen, Lee heißt es im Englischen, was deutlich besser klingt als Lea. Und ja, aber Sora ist immer noch im Schlaf gefangen in der im tiefsten Abgrund und Riku ist der Einzige, der ihn daraus befreien kann. Er hat ja auch alle 7 Schlüssellöcher aus dem Schlaf geweckt und ist dadurch jetzt auch ein wahrer Schlüsselmeister geworden. Schlüsselschwertmeister. Ja. Was mit Sora passiert, das wissen wir noch nicht. Gut, um ihn zu befreien, müssen wir hier erstmal wieder so einen freien Sturz machen. Und genau das werde ich jetzt tun. Da sind ganz viele Soras. Ich muss wahrscheinlich alle davon sammeln. Und im Hintergrund sehen wir die ganzen Erinnerungen. Ist ja auch putzig. Als sie Kinder waren, als sie sich zum ersten Mal dem Stahlgiganten da gestellt haben, mit dem Mann auf der Insel. Als er mit Donald und Goofy zusammen... Was ist das? Ein Schwarzer? Ah, okay. Das ist böse. Das ist also doch nicht so einfach, nur einfach einsammeln. So, sein erster Kampf gegen Xemnas. Kingdom Hearts 1. Oh, es sind alle möglichen Kingdom Hearts Teile. Die Gameboy Teile. Und Roxas. Kingdom Hearts 2, wo er sich vor Kingdom Hearts Xemnas gestellt hat. Wie man sieht, sind jetzt hier auch nicht nur Kinder von Sora dabei, sondern auch die Erwachsenen. Was heißt Erwachsenen? Jugendliche. Okay, jetzt bin ich bei der Wählung vorne los. Dann war wahrscheinlich mal langsamer. Noch 2, noch 1. Aber wahrscheinlich ist der unten. Am Ende der ganzen Bilder. Vorne angefangen, weil ich nicht genug auf einer gesammelt habe. Aber auch nur, weil ich die ganzen Bilder angucken wollte. Ja, ich hatte recht, da unten ist der Ring. This abyss. Am I in Sora's dream? What? Okay, so wie es scheint, muss ich gegen Schatten sogar kämpfen, aber ich habe meine Traumfänger dabei. Ventus Albtraum. Er hat. Zum Glück nur 4 Lebensbalken, aber hier kommen sicherlich 1000 verschiedene Phasen, die ich nicht kenne. Was soll ich hier machen? Wie ich aushalte. So, ich mach gut Schaden, aber ich. Das war knapp. Warum hat es mich nicht getriggert? So, in der Phase weiche ich mal aus. Dann nur noch einen Balken, anderthalb besser gesagt. Ah, jetzt habe ich die Würdefähigkeit, in der ich
selber viel Schaden auch gehabt, Krieger. Und ihn gerade überhaupt nicht. Oh, noch ein Abschlusshieb. Okay, nächste Phase. Halbtraumattacke und ich mach so gut wie keinen Schaden. Was ist da los? Nichts machen außer X-Drücken. Sora! Nicht versinken in der Dunkelheit. Er hatte sogar ein schwarzes Schlüsselschwert. I'll find you, Sora. Wo sonst ist er in seinem Traum als in seiner Heimatinsel? Hm? Roxas? What is it that you're so afraid of? Huh? Hm. So, wir haben mehrere Gesprächsoptionen. In der Dunkelheit gefangen zu sein, jemanden zu verletzen, etwas Wichtiges zu verlieren. Jemanden zu verletzen, ich glaube. Eigentlich trifft ja alles zu. Aber er will ja seine Freunde nicht verletzen. Ich glaube, es ist scheißegal, was wir sagen. Er war ja in der Dunkelheit gefangen und hat sich daraus befreit und hatte immer Angst, zu Xemnas zu werden, weil er dadurch seine Freunde verletzen könnte. Er würde niemals seine Freunde verlieren wollen. Losing something that's important. Bestimmt sind wir mehrere Illusionen, haben mehrere Möglichkeiten, jetzt so eine Gesprächsalternativen. Roxas? Schon wieder. No. Wait. What is the one thing you care about more than anything else? Freundschaft. My close friends. What is going on? Huh? Sora. Ist das Sora? Ich erkenne ihn gar nicht. Das ist doch das Mädel, oder nicht? Ich komme noch nicht auf ihren Namen. Riku, what do you wish? More questions. Riku, die ja nie kennengelernt. All right. I wish. Das brauche ich mir nicht wünschen, das kann ich ja aktiv tun. Was Wichtiges wiederzuerlangen könnte jetzt natürlich in dem Fall Sora heißen. Und alte Namen zu heilen, natürlich die ganzen Welten der Dunkelheit zu befreien und alle Prinzessinnen zu retten. Und alle aus der Finsternis zu holen. To heal the pain from the past.
What's this? You were not the visitor I expected. Diz! I mean, Ansem the Wise. What are you doing here? Perhaps I wanted to atone for events of the past, even if no apology can undo the harm I have wrought. I felt that I ought to leave at least something behind. So I digitized myself and my research and hid them within Sora. So this is data? Yes. A clue, I hope, to finding yourselves or your lost friends in your hour of need. The heart has always been quick to grow. Each exposure to light, to the natural world, to other people, shapes this most malleable part inside of us. Nobodies are not different from us in that manner. Sora was the only one able to return to his human form without destroying his nobody. That is a statement to the love in his heart for other people and the bonds that tie them together. Perhaps he has the power to bring back the hearts and existences of those connected to him, to recreate people we thought were lost to us forever. Our most precious treasures. Even an empty puppet, the trees of the forest, and the petals on the wind. There are hearts around us everywhere we look. And it does not take superhuman powers to see them. Surely we remember, as children, the way our hearts made everything seem so shiny and perfect. Sora has a heart like that, uncorrupted, willing to see the good before the bad. When he sees the heart in something, it then becomes real. When a connection seems broken, he may have the power to mend it. He has touched countless hearts. He has accepted them, and he has saved them. And some of those hearts have never left him, whether they fell into darkness or were trapped there, whether they sleep in the darkness of Sora's heart or were welcomed into its warmth. They can be saved. All Sora needs to do is be himself and follow wherever it is that his heart takes him. It is the best and the only way. The rest is in there. All right. Thanks. Thank you. Of course. Now, why is it that you are here? I kinda need to wake Sora up. Don't tell me he's gone to sleep again. Yeah. What'll I do with him? What, indeed? Never fear. Sora is safe. Huh? He's not here. You see, by defeating the nightmare imprisoning Sora, you freed him. You mean the Sora wrapped in that black phantom? Then you came here, and you were questioned by three young people. That was the final key to awaken him. Sora is awake. You can go home now. Really? Thank you.
young man. I do not believe you ever told me your name. It's Riku. Sora! Huh? Hey, Donald! Come on, you're hogging it all. Oh, calm down, Sora, and drink some tea. Of course, it sure is yummy. Hey! Riku! You're safe! Riku! Wait, haven't we got this backwards? And why are you having a tea party? You're safe, Riku! Oh, never mind. You okay? Feeling all right? Yeah. I've never been better. I was watching what was going on in my dream. And I could hear your voice the whole time. Thanks, Riku. Thanks, everybody. Oh, yeah! Did we pass the test? You performed truly admirably, both of you. More than anything, I am grateful to have you both back from Xehanort's deception unharmed. And I am grateful to Lee, whose spontaneous actions turn the tides. I am also deeply sorry for failing to perceive the danger and throwing you headlong into a perilous test. This experience has revealed many hidden truths, and we must gird ourselves for the great clash with darkness that lies before us. I believe we need a new Keyblade Master, one with a new kind of power. Sora and Riku, you both deserve the honor. However, one of you braved the realm of sleep again to unlock the final keyhole and save a friend. Riku, I name you our new true Keyblade Master. Way to go, Riku! Yeah? I knew you were gonna pass with flying colors! This is just so awesome! Gee, Sora, you're kind of acting like it's you that passed. I told you Sora still needed some practice. Hey! Really? I'm a Keyblade Master? Congratulations, Riku! Thank you, Mickey. I owe it to my friends. I'll catch up with you in no time flat. What? You want to be a Keyblade Master? Yeah. I mean, I came here to learn how to wield one. You? Hey, thanks for the vote of confidence. You know I was gonna come swooping in, Keyblade in hand. But I just couldn't get mine to materialize. Must be in the snap of the wrist or something. Oh. Wow! Do you have to go? Well, I did doze off. I just have some stuff to take care of. Are you gonna be okay? Yeah, I won't be long. Be careful. Very careful.
nothing. A sanctuary.